Menschliche Ressourcen ungenügend? Sehen Sie Ihre Warenbilanz in der Warenübersicht. Warenübersicht. V. Ach, das ist okay, V. Das Protokoll sieht in solchen Fällen Folgendes vor. Was? Je mehr Leute für Sie arbeiten, desto mehr Umsatz macht Ihre Firma. Erreichen Sie eine positive Kreditbilanz in... Okay. Ja, das hatte ich eigentlich gerade vor, bis ich von wichtigen Informationen abgehalten wurde. Nein! Oh. Hoffentlich hilft Ihnen das weiter. Also, wir wollen auch vernetzen können. Bauoptionen erweitert. Was sagt die mir? Dass ich Gebäude auch vernetzen? Ich konnte das nicht fertig lesen, es war so schnell wieder weg. Gerade nicht drauf geachtet. Ach, versetzen, nicht vernetzen. Oh, kann ich das? Echt cool. Kopieren. Ah, oh, schön. Das ging vorher nicht. Funktioniert's. Ah, schick. Energie. Einrichtungen verbrauchen mehr Energie, ja, als sie liefern. Merke ich. Das verringert ihre Produktivität. Habe ich gerade gemerkt, mein Freund. Beruhig dich. Zack. Oh, ach so, das ist dumm. ja, das ist natürlich etwas blöd. Sekündchen. Jetzt muss ich mir kurz was überlegen. Jetzt muss ich nämlich... Ich wollte noch mehr Baustoffe erstmal generell haben. Das heißt so und so. Und so. So. Dann ziehe ich hier die Straße weiter. Mal schauen. Wie weit ist das von der Entfernung? So weit. Okay. Das müsste das sein. Das heißt. Eins. 97. Ich hätte eigentlich schon echt gern 100, muss ich sagen. Achtung. Zu wenige Arbeitskräfte für Produktionsanforderungen. Machen wir das so. Ich weiß, dass ich zu wenig Arbeit habe. Aber ich bin einfach zu sehr Perfektionist dafür. Gut, Sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. Welches? Ah, das Vorgehen, dass ich Probleme angegangen bin. Gut. Dafür wird man hier noch belohnt. Die Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Ja. Das verschlechtert die Produktivität. Ich habe da noch einige Informationen für Sie. Nein! Versetzen ist echt cool. Ging das vorher auch? Das habe ich nie hinbekommen in Anno. Oder geht das? Ging doch vorher nicht. Also, 2070 habe ich kaum gespielt. Gegenmaßnahmen empfohlen. Na? Wenig Energie, ja, ist klar. Also, 2070 habe ich kaum gespielt, muss ich sagen. Kaum, ja. Relativ wenig. Aber in 14.4 ging das nicht. Da musste man immer abreißen, wenn man verkackt hatte. Ah, schon wieder. Achso. Ah, jetzt habe ich da ein neues gebaut, ne? Egal. Muss ich da eine Straße hinbauen? Keine Straßenverbindung. Toll. Machen wir das erstmal provisorisch. Aber schön, dass man hier jetzt nicht mehr das Gebiet erschließen muss mit Kontoren. Das war immer sehr kompliziert. In 14.4. Ah, Informationszentrum. Mensch. Schickes. Schickes Ding. Schickes Ding. Das passt ganz genau natürlich nicht in meine Infrastruktur, oder? Ja, das ist... ich liebe es. Das hat eine ziemlich weite Reichweite, oder? Also wenn ich das hier hinbaue. Egal, wo ich es hinbaue, es passt nicht.
Dann baue ich es aber hier. Eine große Bandbreite an Informationsdiensten. Damit könnten ihre Angestellten ihre Interessen und ihre Fertigkeiten weiterentwickeln. Ach, das ist aber schön. Wie viel Energie braucht man denn bitte? Ich wusste, es gibt wieder irgendwelche Ressourcen, die einfach knapp sind. Energie. Zum Beispiel. Ah, Mensch, doch nicht. So, jetzt habe ich immer noch zu wenig Arbeiter, merkt. Haben Sie Arbeit für mich? Kann ich die immer noch? Nein. Kann ich die nicht zentralisiert aufsteigen lassen irgendwie? Nö, okay. Na gut. Ah, okay. Alle Systeme online. Hoffentlich geht es bald los. Anforderungen. Bemerkenswerte Fortschritte. Sie haben Arbeiterkolonnen und Bodenpersonal schneller zusammengestellt, als ich erwartet hatte. Zack, zack, zack. Sie sind für die erste Hürde mehr als bereit. Ja. Das Programm erfordert, dass Sie Ihre Stadt über den Weltraumlift mit der Raumstation der Global Union verbinden. Bislang setzen nur Megacorps wie die Big Five so eine Technologie ein. Aber Sie haben sicher auch das Potenzial dazu. Neue Gebäudearten verfügbar. Gut. Sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. Was ist das? Lol, was macht das? Angestellte liefern ihren Credits und Arbeitskraft im Tausch gegen grundlegende Konsumgüter. Generiert Umsatz. Ah, ich wusste, dass hier irgendwas läuft. Nick Papadakis von Papadakis Enterprises. Wenn du einen guten Deal willst, komm in mein Lager. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Mit welchen denn? Ja, mit welchen? Reis! Oh, lol. War ja klar. Ich expandiere hier und ja, gehe jetzt gleich den Bach runter. Das passiert mir immer. Nein! Ja, komm, das passt doch noch. Oh, Mensch. Oh lol, hier muss ich wieder ein neues Logistikzentrum bauen, ne? Hm. So. Wieso sinkt die Produktivität? Energie fehlt. Alter! Energie, ey. Lieferten Nanokeramik zur Weiterverarbeitung. Liefert Kobalt, Roboteranlage, Obst, bla. Windpark. Und wieder das gleiche. Ach, nur die oberen ändern sich. Okay. Energieknappheit. So. Jetzt nervt mich nicht weiter. Ihre Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Das verschlechtert die Produktivität. So. Oh, auch schon wieder Mangel an Arbeitskräften. Niemand kann mit unserem Tempo mithalten. Leisheng Electricity bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Oh, du bist mir sympathisch, Fräulein. Das glaubst du gar nicht. Ach, die wollen alle nicht mehr den Kackberuf machen, oder? Ach doch, wollen sie. Okay. Bauoptionen erweitert. Schick. Oh, nein. Ach, ein Gezeitenkraftwerk. Geil. Dafür brauche ich 5 Roboter. Heißt, ich brauche erstmal Kobaltminen. Da kann man eine. Schick. Gut. Und eine Kobaltmine brauche ich auch. Da. Hey, perfekt. Ich denke, das wird später im. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Ich weiß nicht, ob es Tutorial ist. Vermutlich schon, ne? Das ist das Tutorial. Ich weiß nicht, ob das später schwieriger sein wird. Ich meine, ich hoffe es nicht. Ich gehe aber davon aus, dass die Insel nicht so leicht sein werden. Man nicht so schnell an alles drankommt, was man braucht.
So, das läuft. Ach du Scheiße, viel zu wenig Arbeit. Brauchen wir dafür... Ach, Roboter, so eine Scheiße. LOL. Was ist das, Alter? Ihr macht mir mein ganz schönes planungsmäßiges Zeug, was ich immer normalerweise gerne tue, macht ihr mir komplett so nicht. Gut, Sie haben die Komponenten für den Lift beisammen. Für das Liftkabel sind jedoch spezielle Materialien nötig, die Sie nicht herstellen können. Aber ich lasse sie liefern. 5 Roboter. Mensch, Mist. Obst. Produziert Früchte. Nein. Okay, komm. Komme ich da mit einer Straße von hinten dran? Energieknappheit. Nein. Toll. Dann mache ich das lieber. Hierhin. So. Energieknappheit. Ja, ja. Beruhig dich. Ich kann irgendwas aufsteigen? Ich kann gar nichts aufsteigen lassen. Wir werden die Firma sein, die das Sonnensystem. Ja, ja. Was wollte der sagen? Hey. Sprich nochmal mit mir. Nein, will er nicht. Okay. Minus 200 Arbeiter. Scheiße. Ach, die haben keine Arbeiter, deswegen... Teufelskreislauf. Ich hasse sowas. Das hat mir schon das ein oder andere Mal im Anno das Genick gebrochen. So ein Kreislauf, den man dann irgendwann nicht mehr unterbrechen kann, wenn man zu spät dran ist. Und dann geht's immer weiter in die Miesen. Und man kann es nicht mehr aufhalten. Warte, das war eine Scheißidee. Was mache ich hier? Ihre Einrichtungen verbrauchen mehr Energie, als sie liefern. Das verringert ihre Produktivität. Nee, wäre ich nicht drauf gekommen. Versuche ich nicht schon die ganze Zeit zu lösen. So, so. So, so, so. Schick. Rüsten wir erstmal wieder ein bisschen auf. Oh, Mist. Was brauchen die dafür? Ach, kein geeignetes Gebäude. Achso, ich war nur zu schnell. Jetzt funktioniert's. Ja, ja. Die haben nur wieder genug Arbeiter jetzt. So. Heavy, you are clear to go, opening all ground, check. 107 Heavy, you are clear to depart. 277,